V3 ist. Sehe ich. Alle Felix noch erzählt, der war hier auch. Übrigens, der nächste Restart ist um 12. Okay. Alter, das ist alles kaputt bei dem VDS. Oh ne, Engine und Fuel ist auf 20%. Fuel-Temperatur. Sagt Zement. Liegt schon wieder nichts, das ist doch bescheuert. Hier ist auch kaum was gespawnt, obwohl wir schon lange weg waren davon. Ich bin wieder raus, keine Ahnung. Nachspawnen lassen, weglaufen da davon irgendwie in die Stadt runter oder so. Ja, ist nicht die, zumindest da drüben in die Scheune rein, damit ob da eventuell was drin ist. Scheune? Wo ist eine Scheune? Na, da bist du, ich lauf einfach nach. Den SUV alleine lassen, ne? Ist gefährlich. Ja, müssen wir eingehen, keine Ahnung. Ich fahr da nicht immer die ganze Zeit mit dem SUV rum. Nee, hat beides Nachteile. Nachteil ist das Spawn nicht, sollen wir wieder lange warten. Ebenfalls korrekt. Da ist was dran. Hier ist eine Busse. 1917 bis 1987. Ja. Hier ist schon mal eine Scheune. Ja, stimmt. Da ist ein Pub, geh schon mal rein, ne? Jawohl. Ich geh hinten immer in die andere Scheune rein. Also hier sind noch zwei Scheunen auf jeden Fall. Wenn du irgendwas siehst ohne Ghillie, schieß. Ich wechsle schon mal auf die SVA, besser ist das, ne? Ja, die SAV meine ich natürlich. Ja. Da kann ich auch nichts führen, ne? Flat meine ich, sorry. Noob Commander mal wieder. Naja, na das ging eigentlich, aber. War so schade, die Aliens zu treffen, ne? Hier steht wieder ein SUV. Nütze, nütze. Take Bandage. Ja, irgendwie. Irgendwie nicht. Ich hab hier diesen geilen Block, dass man durch den Boden durchgucken kann. Mein Makarov liegt hier. In der einen Scheune ist gar nichts gespawnt. Double Barrels. Ne, hier liegt nur Müll. Jo, das ist wieder so ein gefleckter Hunter, ist irgendwie. Okay. Ganz knickender Pub, scheiße. Dann versucht es mal zu cyclen. Nee. Kein Bock drauf. Das wäre Pubs scheiße. Kann ich auch nicht. Mein Inventar ist randlos voll ran. Ja, genau. Ja, warte halt vor der Tür, Zombie. Lol, ich hab das mit Blueprint drin. Ich erschieß den jetzt. Oh, das ist ein Blueprint? Ne, das ist keine Blueprint, scheiße. Ja, die spawnen halt Instant Zombie, ist gut. Was heißt hm? Ja, hm halt. Jetzt kommt Magic. Und? Zack, andersrum. Ich check's halt, warum hier in diesem Ding nichts spawnt. Ist das ein Supermarkt da hinten? Oder ist das eine Tanke? Tanke, wahrscheinlich. Tanke, ja. Hm. Da ist ein großer Kuhstall, geh ich mal rein, ne? Brennt, da hinten brennt irgendwas. Ja, das sind die Zelte da. Stimmt, Militärlager. Lol, dass ich das nicht gesehen habe. Trinken, ich muss eh. Woodpiles.
Schauen wir jetzt hinten nochmal zum Dings, zu der Scheune. Gucken wir, ob diesmal was gespawnt ist. Pops ja mal so langsam. Achso, dann geh ich mal zu den Zelten da vorne. LOL, die Zombies da vorne rammen. Was denn? Die haben gerade einen Turm gebildet. Die sind alle auf dem, die sind alle auf dem Mural gespawnt, die standen drei Stück aufeinander. Die sind dann in der Aufnahme. Epische Aufnahme, ey. Der Zombie-Turm. LOL, der Ural ist ganz, oder? Kannst du nicht fahren. Stimmt, das war so ein Fake-Ural, ne? Mhm. Ja. Spawn nix. Ja, kann man nicht anvisieren. Oh, Zombies, hast mich nicht echt gesehen, oder? Ist das Pub komplett gespawnt, oder? Nee, der oberste Raum in der Mitte war nicht gespawnt, der Rest ja. Was ist denn da? Mein Mossberg. Big Jerry Cannon, das war's. Ja, jetzt hab ich mich getroffen. Meine Mutter. Ja, sonst ist hier nix. Sonst ist hier nichts. Ja. Ja, warte nun, ne? Ja, weiter suchen, was sonst? Oh. Das wird zwar gerade Fahrt. Industriespawn nochmal abgucken. Und dann. Ja. Dann fahren wir weiter. Gehen mal ab zum SUV zurück. Müssen wir gleich nochmal schießen? Jawohl, ich muss schießen. Komm jetzt hoch, Zombie. Hab dann ich wollte gerade sagen, ich hab's nicht mal gehört. Wenn du geschossen hast. Zombie muss jetzt hochkommen. Was auf der Seite? Nee, komm raus. Auf der Seite. Was soll ich sagen, da ist egal, dunkel ist, sehen wir uns wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe oder irgendwas passiert, ne? Denn bis später. Tschö. So, wir sind wieder okay. Da. Wir haben gerade einen SUV beschossen, der jetzt seinen Kumpel hier gelassen hat. Und wir werden jetzt dessen Kumpel mal ganz kurz rapen kommen. Wartet er irgendwo am mittleren Dings? An welchem mittleren Dings? Du siehst doch da vorne diesen Kreisel, da ist er irgendwo. Da habe ich den gerade noch rennen sehen. Ins Nichts halt, ins Dunkle. Das ist das Problem. Alter, ich am Zittern bin, erstmal Painkillers einwerfen. Ja, ich bin auch am Zittern. Ich hab ja das ARKOG-Visier, ne? Ich kann ein bisschen weiter gucken als du. Oh. Wenn du mir sagen könntest, in welcher Höhe, wäre das super. Höhe kann ich dir nicht sagen. Ich hab den nur rennen sehen. Ja, wo denn in etwa? Einfach da, wo du gerade ausguckst. Hinter die Tankstelle da. Da ist der gerannt. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ich hab mir auch schön die Beine zerfetzt gerade, dank dem Ivan, wo ich geschossen hab. Richtig. Ich hätte ihm echt die Räder abballern sollen, dem SUV. Das hätte ich sicher noch hinbekommen, hundertprozentig. Ja, zu 1000% sicher. Ja, den finden wir nicht, das sind zu viele Tannen. Die haben sich dann nämlich diesen Pizzawagen da angeguckt. Siehst du, da hinten ist nämlich auch noch der Zombie. Siehst du den da hinten? Ja, sehe ich. Bin ich gerade drauf. Und da hinten war der noch. Okay. Ich nehme mal einen Baum nach vorne. Oh.
Ja, ich sehe halt nur den Zombie da rumlaufen. Nö. Night Vision wäre jetzt nice. Der Zombie will mich verarschen, rennt genau auf mich zu, wo ich hier nur dumm da liegt, ne? Der Bako. Tja. Ich hab doch gewusst, ich hab irgendwas gehört, ey. Ich wollte nämlich gerade zum Pub gehen. Vermeide es zu schießen, okay? Der wird auch nicht kommen oder sonstiges. Ja, komm, lass Abgang machen. Ich gehe noch schnell jetzt hier in den Pub rein. Genau, und da sind die ja nicht. Ich hab erschossen, ich bin down. Von wo? Ich kann's dir nicht sagen, war aber recht nah dran. Schräg rechts. Ich bin noch nicht tot. Aber du kannst. Hallo, Ivan. Du brauchst mich nicht bandagieren, das hat keinen Sinn. Ich bin, Das ist ganz sicher tot. Ich bin so gut wie down, ja. Ja, ich bin zu lange ohnmächtig und der sieht dich halt von meiner Pose aus. Du hast einen verfickten Zombie am Arsch, ey. Du bist sicherlich tot. Nein, bin ich nicht. Aber mein Blut ist leer, ich blute noch und ich bin sehr lange ohnmächtig. Und wenn du mich heilst, knallt er dich ab. Fuck, ey, wo ist der? Ja, weiß ich nicht. Kann auch DMR, hast gehört, ne? Jo. Jetzt bin ich tot. 182 Meter. Na gut, wir sehen uns nach dem Ladebildschirm wieder. Big Game. So, nachdem Ram den netten Herren gesnackt hat, oder einen davon, wahrscheinlich nicht denselben, aber nicht den Kollegen von ihm, nee. Haben wir gerade meine Leiche gelootet. Coppino oder Coppino. Mein tolles Alice-Pack, mein toller Coyote-Backpack ist weg, mein Waffe ist weg. Alles ist weg. Bis auf den, bis auf ein paar bisschen Kleinscheiß und den Zement, den ich wieder mitgenommen habe. Ja, ärgerlich. Passiert. Naja, Ram ist jetzt wenigstens durch den Kill-Bandit geworden. Das ist schon mal ein Vorteil. Und jetzt, wir haben auf der Karte ja was versteckt, haben wir ja in den ersten Part schon mal erzählt. Das müssen wir jetzt natürlich weit fahren, deswegen dann breche ich die auch nochmal gleich wieder. Aber wir haben halt, ja, da jetzt vorhin zu fahren, weil da eine Bandit Layer 1 noch ist und ein Codelock. Ja, gibt's noch was zu sagen, Ram? Nicht Skiller mit der DMR sind scheiße. Richtig. Ich finde auch, das hat nicht viel mit Sniper zu tun, wenn man da 8 Schüsse raushaut und dann irgendwann trifft halt einer. Jupp. Das ist wirklich nicht skillig. Aber gut. Ja, machst du nix. Naja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir irgendwie entweder Action haben oder unser Ziel erreicht haben. Bis dann. So, wir sind jetzt... Stell den hier so hin, also den Betonmischer, du guckst in den Wald hin und schlägst den auf. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo wir das bauen möchten, haben noch einmal Reinforcement Material gefunden, das hat nämlich noch gefehlt. Und jetzt bilde ich den mal hier. Oh, da Golga ist auch raus. Ja. Oh, da läuft er schon. So. Ich gehe weiter Holzschlagen, ne? Was kannst du jetzt nur du den verwenden oder was? Keine Ahnung. Geht. So, hier machen wir nämlich unser Holzlager. 10. Hast du auch mit Zement? Im Wagen, ja. Oder ist es in meinem Rucksack? Weil mein Rucksack ist noch ein Dings. Ne, ist im Wagen. Oh fuck. Ist das im Wagen? Was? Das Zement? Ja. Okay. Weil sonst wäre es wohl noch in meinem Coyote Backpack gewesen, das jetzt der andere Typ hat. Ne, das Zement hat er ja liegen lassen. Lol, one shape is now unusual. Was? Oh, Brian wurde gekickt. Lol, meine Axt ist kaputt gegangen. Wie viele konntest du schlagen? 5. Nicht im Ernst, oder? Oh, doch.
Hast du noch Reinforcement Material? Pack das mal ins Ja, Auto. habe ich. Pack das mal ins Auto. Ist im Auto. Hast du es rausgenommen? Gut. Ach, Scheiße, ey. Wer kann das denn ahnen? Holz muss schon reinlegen. Und du musst mir dann noch die Banditen-Dings geben. Ja, die ist in meinem Rucksack, kannst du gleich rausnehmen. So, ich habe nur 5 mal Holz jetzt, ne? Bleib stehen. Warte, ich pack das kurz schon mal rein. Ich guck mal, wie viel ich schlagen kann. Wahrscheinlich auch 5. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Ein bisschen. Gib mir mal jetzt deine Axt. Pack mal deine Axt in meinen Rucksack. Okay, das ist gar kein Bug-Using jetzt, aber gut. Drei Stück war damit zugeschlagen. Okay. Das heißt, theoretisch dürfte jetzt nur noch einmal gehen, nur noch zweimal gehen. Ja. Mal gucken. Funktioniert. Okay, dann hack dreimal, dann gibt's die Mühle. Ich habe 4 mal gehackt, aber gut. Pack's mir in den Rucksack. Ja. Bug using FTW, ey. Nicht anders. Zum Glück ist mir das noch eingefallen. Brauchen wir gar nicht mehr viel, ne? Wie viel brauchen wir jetzt? Wir brauchen noch 3. Hab ich. Okay. Jetzt haben wir zweimal Zement, zweimal Reinforcement, 15 Steine und 15 Holz. Also 12 Holz jetzt mit deinen 15. So, wie gesagt, das ist erstmal, dass wir sowas bauen. Und Ram hat mir kein Blatt weggegeben, weil ich nicht möchte, dass er wieder normal wird. Warte, geh da weg, sonst bist du die, wie wir wollen. Du kannst bei Lesierten allem die Beine brechen, ne? Na. Das ist die. Geh noch weiter weg. Wie baust du das jetzt gerade? Erklär das mal für unsere Zuschauer. Klickst auf deinen Blueprint. Okay. Kannst du schon mal was sagen? Ja. Wir haben ein Problem. Wieso? Das da ist dein Zementmischer, nicht meiner, deiner. Ich muss ihn aufstellen. Jetzt alles nochmal rausholen. Jetzt nicht echt, oder? Das ist mein voller Ernst gerade. Ach, ist das schön. Die Okay. wichtigen Sacken, Sacken, Sache schon. Die wichtigen Sachen packst du in den Rucksack, etc., also Reinforcing Material. Habe ich ihn rausgenommen. Auch Zement ist auch schon draußen. Ja, mein Rucksack, da passt es nicht rein. Ram, lass es mal, lass es mal. Lass die Sachen mal Warum? drinne. Pack die Sachen mal rein. Warum? Pack die noch mal rein. Warum? Weil ich noch einen Zementmischer habe und ich den dir einfach geben kann. Und dann packst du die Sachen einfach von dem einen in den anderen, weißt du? Ja, nee, ich will, dass es hier schon steht. Das nee, nee, lass das jetzt so machen. Ich nehme ihn doch aus meinem Rucksack raus, den. Das ist doch viel schneller. Ist doch viel einfacher so, oder nicht? Na, jetzt mal das Holz raus. Na gut, erstmal muss ich das andere Zeug wieder rausnehmen. Na gut, erstmal Holz. Holz packe ich hier auf den Boden. Jo. Das legst du ein bisschen weiter neben dran. Wichtig ist, wenn du da Holz zulegen möchtest, dann geh auf jeden Fall auf Gier, weil sonst hast du 2 Haufen. Also nicht einfach da drüber laufen, sondern wirklich auf Gier gehen bei dem Holz. Alter, ist ja groß. So, hier nochmal das Bot zu.